und dann mache ich mal Schluss. Zuerst gehen wir mal den Nissan 42 SX anschauen. Spezialmotor. Ah, nutzt also schon ein bisschen was. Okay. Antrieb ist Stufe 1 drinne. Aufladung ist keine drinne. Das heißt, ich kann jetzt noch Tuning. Steuerzeiten einstellen. Und jetzt hat er auf dem Prüfstand etwa auch 25 PS mehr drauf. Aktualisieren. Zurück zum Nissan 53Z. Da möchte ich jetzt mal mit dem Antrieb machen. Und zwar TCI-Getriebe. Motor kostet wie viel? 47.000. Ja, da kann ich noch ein bisschen sparen. Das Fahrwerk habe ich Stufe 2 erhalten. Mache ich später noch Stufe 3 dran, aber vorerst ist es gut so. Tuning. Mache ich jetzt so alles weich. Alles weich. Bodenfreiheit, wenig. Stabilisatorhärte, weich. Stabilisatorhärte hinten, weich. So, das lasse ich so, wie es ist. Oh, Moment. Getriebe. Ersten lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Und hohe 8-Übersetzung. Damit müsste man 400 km/h erreichen. Und das ist beim späteren Verlauf sehr wichtig. So, es wird noch gespeichert. Und dann mache ich noch ein Event. Und zwar dieses. Sieht aus wie ein. Sieht aus wie Speedy Gonzales, also so vom Rennen her. So. Und da muss ich keine Autos wählen, sondern ich bekomme sie. Damit heißt das auch, ich bekomme meinen Speedwagen. Gib 8, fahr mit Bedacht. Also ich habe hier gerade ein kleines Okay. Ja, gut. Okay, jetzt haben wir es. Kann weitergehen. Die Organisation der... Okay, hier gibt es nur dominiert. Und zwar gibt es hier sage und schreibe 7 Events. Ein Grip-Event, ein Zeitfahr-Event, 2 Drift-Events und 3 Speed-Challenges. Zuerst mache ich jedoch Drift-Challenge, weil ich möchte Rekorde knacken und damit würde ich dann auch alles freischalten. So, ein Supra, 23 PS. Entschuldigung. Das ist ein gutes Driftauto. Ha, 6500 Punkte. Das ist schon mal ein guter Start. Und dabei habe ich gerade mal etwa die Strecke das erste Mal gefahren. Eigentlich wollte ich sagen, noch nicht ganz alles gegeben. Aber doch, habe alles gegeben. Ich habe nur Nitro noch nicht aktiviert. Es gibt natürlich noch einen Nitro-Drifter. Ah, das ist nicht gut, das ist nicht gut. Schade. Da ist mir plötzlich geradeaus gefahren, statt um die Kurve herum. Naja. Man kann auch nicht alles haben. Okay, Leute, wir
So, nochmal. Und schon wieder der Tektronik geschalten. Ja, nicht mehr Punkte erreicht. Und wenn, dann nur sehr wenig mehr. Ja, 9 Punkte mehr und dafür einen leichten Schaden. Das hat mehr gekostet. Egal. 11.516 Punkte. Und es gibt eine Driftstrecke, die ist sehr schwer. Und die macht dann jetzt. So, das gibt jetzt noch einen Rekord. So, dieses Drift-Event hier, das ist schwer wie Sau. Vor allem ist es lang, es geht ewig, bis man hier die Punkte zusammengedriftet hat. Aber ich habe mich hier auch schon ziemlich verbessert auf dieser Strecke. Obwohl es gar nicht schlimm erwähnt. Das ist nicht das schlimme Event. Ich hatte gedacht, es wäre das Schlimme. Aber es gibt noch ein Schlimmes. Aber das ist in dem Fall ist es kein Drift-Event, sondern. Ich kann nicht mehr reden. Das Grip-Event. Sechstausendzweihundertneunzehn Punkte. 1046 Punkte für den zweiten. Wow. Hab's ja total geschlagen. So, weiter. Bin noch gerade auf der Strecke geblieben. Weiter driften, weiter driften. Ich habe nicht mehr so viele Punkte. Schade. Aber das ist eigentlich ein relativ perfektes Drift-Event. Bislang. Jetzt nochmal Start. Schalten. Ist damit viel schwerer zu handhaben. Ja, das ist gut. Das gefällt mir. Ja, das gibt viele Punkte. Schön, schön, schön. Ja, gut. 6.924 Punkte. Geile Sache. Und das gibt nochmal 11.924 Punkte. Und damit hätte ich schon etwa fast die Hälfte vom ganzen, Wettbewerb erreicht. Die Hälfte der Punkte.
durch zwei Rennen. Oh hey, das gibt eine Show heute, Ladies und Gentlemen, denn ich sehe, es ist das Apex Glide Team hier. Hallo Apex Glide. Streckenrekord gebrochen. Und dann mache ich jetzt als nächstes gleich die Speed Challenges. Zuerst mal den M3 testen. Okay, bei der Speed Challenge geht es um die Kunst, bei hoher Geschwindigkeit die Kontrolle zu behalten. Um besser als deine Konkurrenten zu sein, musst du mit deinem Wagen ans Limit gehen. Aber hey, übertreibst du es, riskierst du einen Totalschaden. Und sowas kostet eine heftige Stange Geld. Den Wagen bei Highspeed zu kontrollieren, verlangt Feingefühl und knappe, präzise Lenkbefehle. Extreme Manöver kannst du dir abschminken. Bei super hohen Geschwindigkeiten bringt jede Unebenheit, jedes Loch und jede Fuge in der Straße den Wagen aus der Spur und du verlierst Traktion. Konzentrier dich deshalb immer auf das, was da vor dir liegt. Du kannst dich außerdem von dem Gegner im Windschatten mitziehen lassen, indem du dich direkt hinter seine Stoßstange klemmst. Im Windschatten musst du nicht so viel Gas geben. Du kannst das Pedal also ein Stück loslassen. Spar dir die extra Power für ein spontanes Überholmanöver. Okay. Und damit sind wir instruiert worden. Aber soll mir jetzt recht sein. M3, 500 Apex. Schon selber. Da muss mich jetzt wieder eingewöhnen. Bin auch schon lange nicht mehr gefahren. So, jetzt bringt's was. Oder auch nicht. Es bringt was mehr, im fünften Gang zu bleiben und so zu fahren. Scheiße, schon wieder verschalten. Das darf nicht so passieren. Das sieht mir doch jedes Mal wieder. Sieh jemand mit Schatten hinterher offenbar. Ich glaube, solange nicht vorbeikommt, ist mir das egal. Der Vorsprung ist ein bisschen größer geworden. Und jetzt für die Bergaufpassage hier oben werde ich auch mal zu benutzen. Und ich habe damit knapp gewonnen. Knapp, aber gewonnen. So sieht's aus. Leichter Schaden. 10.000 Punkte fast. Das ist gut. Damit müsste der Rekord schon mal geknackt sein. Ja, ich muss sagen, die Fahrer machen bei den React-Team-Sessions dieses Wochenende keine Gefangenen. Die Rennen, die wir hier gesehen haben, waren sehr intensiv, um es mal gelinde auszudrücken. Wie viele Punkte muss ich noch machen? Ah, doch noch einige. Damit machen wir noch die... Nein, wir machen hier Top-Speed-Lauf. Und benutzen diesmal den Supra. Mal schauen, welcher sich besser verhält. Ich muss dann natürlich auch schauen, welches von diesen Autos am Ende mehr Nutzen hat. Welches von diesen Autos dann mehr bringt. Der Supra ist jetzt viel schwächer. Ja,
mehr Kraft irgendwie. Aber es lässt sich schwer sagen. Da muss man jetzt vor allem eines aufpassen. Dann langsam zur Geschwindigkeit hier durch. Diese Teil ist schwierig, da muss man wirklich aufpassen. Weil da kann es Unfälle geben. Da gibt es auch gerne welche. Ein bisschen näher rangekommen, aber nur sehr wenig. Diese Bodenwelle war fies. km/h hinter dem zweiten, hinter dem ersten. Das ist doof. Jetzt sind es sogar 70 km/h hinter dem ersten. Oh Mann. Mein Auto ist zu schwach. Viel zu schwach. Damit resultiert der sechste Stab. Der sechste fucking Platz. Oh Mann. Also hätte ich hier wieder 5 Stuss zusammen. Und dann ist natürlich die Nitro-Einwirkung noch so schwach. Mann. Passiert eben, wenn man so ein schwaches Auto hat. Kann eben kaum Windschatten fahren. Sofort nahe an ihn herabpirschen. Das ist schwierig. Ja, und dann von 298 drauf. Und ich muss um den Windschatten bangen. Liegen die Bretter auf der Straße, ich habe so Probleme. Ein bisschen aufgeholt. Chance, ich schaff's nicht. Ich habe einfach keinen Windschatten. Und viel zu wenig. Ah, das kann ich gleich vergessen. Vergessen. Nochmal. Das Problem ist halt einfach, wenn man dann den Gegner verliert, dann hat man natürlich keine Geschwindigkeit mehr. Und das ist sehr schwierig. Ich hätte doch den M3 nehmen sollen. Der M3 ist so viel besser. Weil man erreicht da mehr Geschwindigkeit. Verdammt! Das kann ich gleich vergessen.
definitiv gegangen, weil ich werde nicht mehr, mehr brauchen. Ah, läuft ja noch schlimmer als sonst schon. Kann der nicht mehr werden. Jetzt starte ich gleich, ne? Es ist ja wirklich traurig gewesen hier. Warum nehme ich auch nur den Supra? Bin ich doof? Ich hoffe, dass ich jetzt wirklich in den Wind abkomme. Ja, kann es auch gleich wieder vergessen eigentlich. Diese geringe Nitro-Einwirkung, die ihr habt, ist wie nichts. 63, zumindest nicht der langsamste. Versuchen wir mal ein bisschen Gas zu gehen bei den Bodenwellen. Hat wahnsinnig viele genutzt, nicht? Wahrscheinlich überhaupt bislang eine reelle Chance zu haben, aber wird trotzdem sehr schwierig. Ich komme jetzt aus diesem Zeitgeschwindigkeitsmesser zu der Radarfalle und bin jetzt 30 km hinten drin. Und kein, mit dem ich den Windschatten nehmen könnte. Statt auf den Nitro-Tasten, damit bin ich auch schon weg vom Rennen. Toll! Ich super, man schafft es mit diesem Auto gar nicht. Man muss tatsächlich den BMW nehmen eigentlich. Das Schlimmste, was man auswählen kann, ist statt bei dem schwächsten und schwachen Auto. Ah doch, jetzt habe ich wenigstens einen Gegner vor mir. Dem ich ein bisschen profitieren könnte. Aber ich bin noch gar nicht im Windschatten drin. Scheiße. Jetzt bin ich im Windschatten drin. Genau vor der Radarfalle, verdammt nochmal! Warum?
Verdammte Scheiße. Verborgen bleiben. Yes! Sehr gut. Jetzt habe ich es geschafft. Da ist mir der Schaden egal. Leichter Schaden, 6000 Punkte, es macht 11.000 und damit habe ich es geschafft. Wenn ich jetzt Glück habe, kann ich noch ein weiteres Rennen machen und noch einen Rekord knacken. Wenn ich Pech habe, habe ich es geschafft. So sieht's aus. Ja, das Wochenende wird. Aber ich habe Glück, ich kann das Rennen, noch das dritte Rennen machen. Er kann hier wirklich alles umsetzen, was er als Jeep Racer gelernt hat. Das sieht sehr, sehr gut. Damit werden wir beim letzten Rennen von heute angelangt. Rennevents, nochmal eine Speed Challenge und zwar die ganze Strecke. M3. Und hier geht es eigentlich vor allem darum zu gewinnen. Mehr nicht. Komm schon. So. Der M3 ist viel besser. Viel mehr Geschwindigkeit. Noch viel mehr PS logischerweise. Aber werde ich es auch wirklich später weiterbringen. So, den Start habe ich schon mal so gut wie gewonnen. Jetzt geht es eigentlich darum, einen Vorsprung zu machen, wenn möglich. So, jetzt habe ich 4 Sekunden Vorsprung, ist schon mal nicht schlecht. Aber das können Sie natürlich auch wieder aufholen. Ja, das Rennen dauert lang. Das heißt ja, Langstreckenrennen. Sind schon nur noch 3 Sekunden. Zwei Sekunden nur noch. Das ist bereits mein Windschatten. Und hinter mir. Aber da ich die ganze Strecke benötige, kommt er nicht vorbei. Wenn die Gegner halt so herabnahen, ist es wichtig, die Mitte der Strecke zu benutzen, weil dann können sie nicht überholen. Außen bereit halten. Das war sauber. Eine saubere Sache. Aber trotzdem habe ich nur eine Sekunde Vorsprung.
also sehr knapp. Aber also nicht gerade viel Vorsprung. So, und bleibt die Ziellinie. Dann kann ich nochmal Nitro benutzen. Sind es 5 Sekunden. So, und hier ist die Ziellinie. Mit einem Sprung. Nein, ohne Sprung. Einfach geradeaus und gewonnen! Nur Shinji Mori hat einen Totalschaden gemacht. 8600 Punkte. Auch das müsste ein Rekord sein. Damit hätte ich schon 3 Speed-Rekorde aufgestellt. Also dieser Ryan Cooper hat ja echt das Talent für Skifahren gezeigt. 26.000. Und Mitte nochmal 10.000. Geil. So, und was kann man auswählen? Es gibt die Auswahl zwischen einem BMW M3 E46 oder einem Toyota Supra. Naja, welches Auto? Ich bin mal gefragt worden, wie viele Team-Sessions-Events ich insgesamt verpasst hätte und wenn ich überlege... So, unglaubwürdig es klingt, ich nehme den Supra. ...habe ich über Neujahr nicht frei bekommen, darüber bin ich wirklich heute noch sauer, und ich habe ein Rennen in Autopolis... Nein, mit dem Supra kann man mehr anstellen, ich glaube, da kann man besser tunen. Okay, ich denke, für die ersten Speedrennen wird der Supra schwierig sein. Weil ich möchte jetzt zuerst noch den 350Z fertig tunen, bevor ich irgendwas anderes tune. Aber... ja, es wird dann schon gehen. 80.000 habe ich zur Verfügung. Was kann ich damit anstellen? Ich müsste nur noch das Fahrwerk und den Motor kaufen. Lachgas hätte ich, Reifen hätte ich, Bremsen hätte ich, Aufladung. Ja, den Antrieb. Den habe ich auch schon. Okay, HKS, Motor gekauft und das Fahrwerk. Eibach. Damit wäre er aufgetuned. Das alles noch weicher stellen. Warum ich das weich stelle? Irgendwie bringt das im Need for Speed Pro Street. Ist das der Schlüssel zum Erfolg, indem man irgendwie alles weich stellt? Es ist einfach so. So, auf den Prüfstand damit. 549 PS. Und das müsste die Leistung sein, die man benötigt. Schreiben, jetzt kann man noch in Supra eine neue Blaupause erstellen. Spezialupgrade Motor. Motorstufe 1 bereits gekauft. Antrieb. Antrieb ist okay. B&M ist gekauft. Aufladung. Stufe 1 gekauft. Da kann man also noch einiges herausholen. Fahrwerk. Keines. Kann man also noch etwas machen. Bremsen. Auch keine gekauft. Reifen. Stufe 2. Okay. Lachgas. NOS. Stufe 1. Okay. Karosserie. Was haben wir hier zur Verfügung? Stratos Speed. Zuerst mal die Farbe wechseln, das ist nervig hier. Ah, Optik. Welche Farbe passt am besten zu einem Supra? Ja, ich weiß, gelb. Ein dunkles Gelb. Dieses. Ups, das habe ich ja schon alles gemacht. Karosserie. Jetzt kann ich schauen, ob das, wie das aussieht. Das möchte ich nicht. Ich möchte das. Der hat 15, 16, 17. Jetzt ist schon wieder verloren. Okay. Lassen wir das so, 71%, ups. Hinten kann ich auch noch das verlängern. Und hier nach unten ziehen.
den Diffusor. Nach hier, nach unten. Und das Loch größer. Motorhaube wurde nichts gemacht, ist klar. Spoiler wurde auch nichts gemacht. Ein schöner Spoiler. Überall Käfig wurde keiner gekauft. Dann mache ich es. Sicherheit muss sein. Rennsitzer braucht es keinen. Okay, optisch werde ich ihn jetzt noch nicht aufpolieren. Werde jetzt zumindest mal zum Tuning gehen. Und das einrichten, was ich schon mal kann. Erster Gang. Da muss noch nicht so lange übersetzt werden. So. Damit sollte das schon mal reichen fürs Erste. Prüfstand 459 PS, also schon etwas mehr. Höchstgeschwindigkeit 303 km/h. Mehr erreicht er eigentlich auch nicht wirklich. Und sonst muss ich halt nachschauen. Okay, damit speichere ich. Und damit mache ich ja, für heute, zumindest bei diesem Spiel, fertig. Man sieht sich also beim nächsten, man hört sich also beim nächsten Mal und bis dahin, tschüss, ne?